versuch's nochmal, die Stimmung aufzulockern. Wie nennt man Schlafzimmer? Kissenraum. Bedspace. Oh Mann. Okay, und davon kommt jetzt eine ganze Reihe. Warte mal, die schneiden wir schon mal schnell aneinander. Ey, der Blick. Ja, so guckt man, wenn man jahrelang unter dem Einfluss von Niels Bohmhoff stand. Dann endest du so. Säle und... Ich versuch's nochmal, die Stimmung aufzulockern. Wie nennt man Schlafzimmer? Kissenraum auch. Also Nils. Keine Privatsphäre. Nee. Ist halt auch ein Minenschiff und keine Privatsphäre. Oh! Aber ich mag diese Gags, die man nicht sofort versteht. Der ist was für Kenner. So, das haben wir jetzt nicht alle im Chat sofort mitbekommen. Ich mag diese Gags, wo man erstmal kurz drüber nachdenken muss. War ein riesiger Raum, ne? Keine Privatsphäre. Nee. Ist halt auch ein Minenschiff und keine Privatsphäre. Da, hier, braucht er und jetzt. Oh. Ja, der muss eigentlich dabei sein. So, wer erklärt das jetzt mal Brotdose? Er ist im Chat am Bein. Alle lachen und Brotdose versteht es nicht. Etro, erklär es ihm doch mal. So, dankeschön, Saurus. Ja, jetzt so ein bisschen wie bei Herr der Ringe Bockenburg-Affäre, wo ich immer dachte, es ging um irgendeine Affäre im Sinne von Panama Papers, aber sie meinten die Bockenburger Fähre. Hui, es hat gedauert, bis ich das richtig verstanden hatte. Ich kau gerade auf, kennst du das ja auch, rumkauen auf diesem Cola-Ding, weißt du, dieses kleine, bei dem Deckel, kennst du das? Dieses kleine Plastikteil, diese, kaust du da auch so gern drauf rum? Was? Was? Kennst du das? Oder so, was denn für eine Cola? Eine Kordel? Du hast eine Kordel in der Cola? Schlürfst du das über deine Kordel? Nee, wir machen. Ja, genau. Also, ich glaube irgendwie. Nee, da ist er doch. Also, Marco. Nein, ist natürlich wirklich jetzt Real Talk schwer gegen zwei. Also, alles gut. Dann machen wir nochmal eins. Vielleicht spielst du einfach ein bisschen besser. Ach, ey. Das ist doch schon wieder dieses gute alte Rage-Feeling. Ich habe richtig Angst, dass ich es übertreibe. Ich kann nicht anders. Also, ja, dann viel Spaß, Marco, gleich, oder? Ist er schon raus? Ist er schon raus. Ach du Scheiße! Wo ist er? Holy shit! Okay, der hat richtig viele Chevaliere. Ja, egal, wir bumsen jetzt. Ja, aber dann müssen wir schnell bumsen. Oh Gott! Ja, das kenne ich. Ich kenne es gar nicht anders. Ach, scheiße. Nicht zu verwechseln mit Perry Rohan, dem Reiter. Ja, gibt es aber ganz viel. Man fragt sich bis heute, wo war er, als die Westfold fiel? Er war nicht da. Naja, gut. Ich hätte gerne eine Dose Perrier. 600 Punkte auf das... Jetzt versucht er sich hier schon mit Herr der Ringe Sachen ins Best-of zu schleichen. Nachdem er schon das letzte Mal gemerkt hat, dass nur so halb funktioniert hat. Herr der Ringe, hört der Spaß auf! Oh, das Last of Us 2, ne? LOL! Wow! Oh mein Gott! Das war ja richtig stark. Und wo schießt er denn da hin? LOL!
Piepsound. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ah, ihr hört gar nichts. Oh, so nicht. Jetzt die Kerze ausgegangen, Willi. Oh, so nicht. Jetzt die Kerze ausgegangen, Willi. Hui, Liebe für den kleinen Willi. Wallace State, oh. Wird's jetzt legendär? Wallace Stories sind gerne mal gut. Und diese Überschrift klingt legendär. Los geht's. Das Schlechteste, was mir passiert ist, ist, ist schon passiert. Ich hab's so anstarten wollen und wir waren bei der Person zu Hause. Ja, ich weiß, die Wortwahl ist so, grad so ein auf den so. Nein, ich habe das schon. Wobei, nee, es war nicht so süß, es war auch nicht romantisch. Ich habe es auch wirklich in einem schlechten Zeitpunkt gemacht. Okay, okay. Und dann, wir saßen auf ihrem Bett, also es war schon ein guter Ort, sag ich mal. Die Situation war da. So. Genau, eigentlich war die Situation da. Und dann kam nicht ein Nein, aber auch kein Kuss, sondern dann hat die Person angefangen zu saugen. Aus Unsicherheit, mit dem Staubsauger. Ja, ich musste das mal kurz einordnen. Warte mal, ganz kurz für meinen Kopf. Also, ihr sitzt so da, so romantic. Ich mach das jetzt kurz. Ja, wir spielen das mal kurz. Ihr sitzt jetzt so. Sag, wenn du dich unwohl fühlst. Ich fege hier nur. Ich saug hier nur mal durch. Wir sitzen so auf der Couch, ne? Mhm. Und du hast gemeint, du hast es gestartet schon. Das heißt, also, oder... Ja, also ich... Also den Kuss gestartet. Also genau, wir haben über solche Themen eh schon so ein bisschen geredet. Oh, ich liebe Walle einfach. Ja, okay. Und dann habe ich aber halt... Ist das so ingegoat so? Die haben über solche Themen geredet, aber über Staubsauger oder was? Oh Mann, ey. Ja, so war ein richtig heißer Feger. Ingegoat, sorry, jetzt kriege ich wieder Ärger. Bist du so rein... Also wir saßen so nebeneinander und haben so geguckt tatsächlich, weil unser Gespräch gerade beendet war. Und dann habe ich so gedacht, ja okay, jetzt muss ich mich auch mal trauen. Und dann habe ich es aber, glaube ich, so recht grob gemacht. So, also so. Mach mal. Ja, also nee, pass auf, es war noch ein bisschen länger. Ich konnte sehr nah kommen. Ja, okay, ich bin doch immer noch da. Und der Kuss ist dann aber, den mache ich jetzt nicht zu Ende, den konnte ich schon noch so abgessen. Ja. Sag ich mal ganz unromantisch. So, genau, aber sie hat halt sozusagen kaum reagiert und ist dann so ein bisschen so eben überfordert aufgestanden und meinte, oh Gott, das kann ich dir ja gar nicht zumuten, meine Fußleisten wieder. Und nimmt so einen Handstaubsauger in die Hand und... Meine Fußleisten wieder! Ich weiß nicht genau, was sie... Ich kann mir die mal vorstellen, die ist noch in meinem Leben. Ja. Das finde ich aber extrem lustig. Ja, deswegen erzähle ich es auch nicht. Ist das jetzt nicht super unangenehm? Ich auch noch in der Zeit, wo man sich so... Man muss das ja erstmal alles herausfinden auch und lernen. Und meine Fußleisten! Dankeschön, Herr Plush Games. Hast du deine Fußleisten auch gesaugt? Frage ich jetzt mal an der Stelle. Ach du Scheiße, ey, warum sind denn Wallis-Geschichten immer so absolut geil? Warte doch mal kurz. Mal kurz mit dir das nachspielen. Ich aber halt. Bist du so ingegoat so? Ingegoat, sorry, jetzt krieg ich wieder Ärger. Bist du so rein. Also wir saßen so nebeneinander und haben so geguckt tatsächlich, weil unser Gespräch gerade beendet war. Und dann habe ich so gedacht, ja okay, jetzt muss ich mich auch mal trauen. Und dann habe ich es aber, glaube ich, so recht grob gemacht. So, also so. Mach mal. Ja, also nee, pass auf, es war noch ein bisschen länger. Ich konnte sehr nahe kommen. Ja, okay, ich bin... Oh Mann! Ich konnte den Kuss absetzen. Oh Mann, ey, alles an Walle ist einfach nur so gut. Ich bin so reingegangen und hab den Kuss abgesetzt. Oh, dankeschön, Ezio. Paket geliefert. Erstmal Fußleisten checken.
Oh Mann. Ja, aber das ist ja sowas von safe drin. Walles Geschichten sind einfach nur Gold. Oh ja, gut. Modosko natürlich mit einem absoluten Klassiker. Das gönnen wir uns nochmal. Warte mal, dann hat... Guck mal hier, von dem absoluten Klassiker-Kanal auf YouTube. Nesis 90, den kennt man natürlich. Wir die Sphinx, Sphinx, Sphinx. Warte mal, Sphinx, Sphinx, Sphinx. Nee, Sphinx, Sphinx, Sphinx. Sphinx. Sphinx, Sphinx. Als ob ihr aus dem Stegreif wisst, wie man Sphinx, Sphinx, Sphinx. Warte mal, Sphinx, Sphinx. Ich liebe dieses Nee. Sphinx, Sphinx, Sphinx. Da ist ein X dabei, oder? Also irgendwo ist ein Y drin. Das kann auch nicht. Sphinx, Sphinx, Sphinx. Ah, die Musik ist auch toll. Nee. Oder ist es Sphinx, Sphinx, Sphinx? Warte mal. Sphinx, Sphinx. Ist da nicht ein X dabei? S und X. Sphinx brauchen wir dann. Sphinx. Diese scheiß Bilder dazwischen. Oh Gott, bin ich dumm. Sphinx. Ah, ja klar, Sphinx. Ja, ist ja gut jetzt. Mein Liebling ist dieses Schwings, dass er irgendwann SW mit SW anfängt. Dann ist es nur noch Quatsch. Dann weißt du, das rollt doch schon wieder. Wow. Oh, what the fuck? What? Was ist denn mit dem los? Vor allem, er war schon fast unten. Dann hat er sich gedacht, nee, ich mache einen richtigen Superman. Hallo, Geronimo! Pff. Hey! Hui, 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 hui. Wenn ich demnächst bei Rocket Beans höre, dann weiß ich, okay, okay, sie hat die Geige behalten. Irgendwo übt Miri gerade. Da wünschen wir euch alle noch einen schönen Sonntag und kommt gut in die Woche und bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag? Dienstag. Ist heute nicht Sonntag? Oh, heute ist Dienstag. Alles klar.